So. Kelly? Das FFS ist so gut wie installiert, Shepard. Muss jedoch noch seine Auswirkungen auf die Systeme der Normandy überprüfen. Das ich schlage wir doch vor, schon. Sie nehmen zu Ihrem nächsten Zielort das Shuttle. Das hast du schon mal gesagt. Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Im Moment nicht. Noch etwas, Commander? Gut, die Frage ist, wo müssen wir jetzt hingehen, ne? Das wäre alles. Es ist immer nett, mit Ihnen zu plaudern. Wir gehen mal kurz zu Edie vor. Vielleicht müssen wir sie direkt fragen, um dann auch das einzuleiten, dass wir dann das Shuttle nehmen können. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wollen wir jetzt die FFS fertig installieren, denn wir haben ansonsten nichts mehr zu tun. Ja, Shepard? Geht das hier? Nein. Das ist vorerst alles. Ich melde Sie ab, Shepard. Und bei euch so? Gute Idee, die Geth zu reformieren, Commander. Das fällt ganz bestimmt nie auf uns zurück. Gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Im Moment schon. Hab mir am Stummschalter den Daumen gebrochen, aber ich glaube, jetzt ist alles klar. Das wär's im Moment. Da gibt's also bis nichts dann, Neues. Commander. Ja, ja, bis dann. Gut, ich würde sagen, dann gehen wir einfach mal auf die Sternenkarte und schauen mal, ob wir es vielleicht darüber jetzt einfach deichseln können sofort. Ich weiß nicht. Wird schon klappen irgendwie. So, Kelly, lassen wir mal links liegen. Nachrichten hatten wir jetzt keine mehr, oder? Nein. Gut. Aha. Hey Commander, gute Neuigkeiten. Es sieht so aus, als wäre das Reaper FFS endlich installiert und betriebsbereit. Das ist nicht ganz richtig, Mr. Moreau. Das Gerät ist in Betrieb, aber es führt zu einer ungewöhnlichen Instabilität anderer Systeme. Ich empfehle eine gründlichere Analyse, bevor wir versuchen, es einzusetzen. Wir können unsere Mission nicht ewig hinauszögern. Wie lange wird das dauern? Ein voller Scan? Bei diesem Ding kann man nicht wissen. Sie sollten für die Mission lieber das Shuttle nehmen. Ich sorge dafür, dass bis zu Ihrer Rückkehr alles ordnungsgemäß funktioniert, Commander. Ja, ja, auch besser. Commander Miranda hier, das Team ist informiert. Wir treffen Sie beim Shuttle. Sobald wir näher am Ziel sind, können Sie entscheiden, wen Sie mitnehmen wollen. Was für eine Mission machen wir jetzt eigentlich gerade? Dann gehe ich mal runter zum Shuttle. Joker, das Schiff gehört Ihnen. Passen Sie gut drauf auf. Zu Befehl, Commander. Na gut, also ich weiß nicht, wo genau wir jetzt eigentlich hinmachen, aber ist mir recht. Fahren wir mal mit dem Shuttle durch den Raum. Warum nicht? Kann man tun. Die ganze Besatzung kommt an Bord. Zumindest alle Kampffähigen. Ich sage Ihnen, Edie, Ihre Daten stimmen nicht. Das ist nur Nebenstrahlung. Nichts als weißes Rauschen. Ich habe in dem Rauschen ein Signal gefunden. Wir senden die Position der Normandy. Senden? An wen? Oh, fuck. Oh, scheiße. Wir verschwinden von hier! Antriebssysteme abgeschaltet. Ich registriere ein Virus in den Computern des Schiffes. Vom FFS? Verdammt, warum haben Sie es nicht gesäubert? Primäre Verteidigungssysteme sind offline. Wir können die Normandy retten, Mr. Moreau, aber Sie müssen mir dabei helfen. Geben Sie mir das Schiff. Was? Sie sind verrückt? Wenn Sie jetzt noch Daisy Bell singen, packe ich meine Sachen. Wenn Sie meine versiegelten Datenbanken freischalten, kann ich Gegenmaßnahmen einleiten. Der Wartungsschacht im Labor erlaubt den Zugang zum VI-Kern. Die Hauptkorridore sind nicht mehr sicher. Die Kollektoren sind an Bord. Die Notlichter am Boden leiten Sie, Mr. Moreau. Ah, verdammt. Na, großartig. Wir müssen als Joker durch die Gegend laufen. Wer hätte das gedacht? Und naja, Joker ist ja nicht so gut zu Fuß, ne? Aber ist mal voll cool, mit ihm unterwegs zu sein. Die Kollektoren kommen jetzt richtig ran hier. Wir halten das auf, solange wir können. Danke, Leute. Also die riskieren jetzt alle ihr Leben, denn naja, die Kacke ist richtig am Dampfen und die kämpfen können, sind nicht mehr da. Scheiße. Oh shit. Komm, Joker, leg einen Zahn zu, Mensch. Ich weiß, du kannst nicht so schnell, aber trotzdem. Aber wäre es nicht schlauer gewesen, jemand anderen zu schicken? Ich weiß nicht. Mehrere
unsere Feinde auf dem Crewdeck geortet. Na klasse. Joker, hier wimmelt es von diesen Dingern. Bleiben Sie bei mir, ich beschütze Sie. Okay. Wow. Scheiße, scheiße, das war scheiße. Kelly. Wir können doch nicht einfach Kelly klauen. Hauptreaktor offline. Aktiviere Notfall-H-Treibstoffzellen. Was für eine Scheiße. Oh ja. Na dann. Also gut, ich bin bei Ihnen. Verbinden Sie den Kern mit dem primären Kontrollmodul der Normandy. Großartig, so fängt's an. Und wenn wir alle nur noch organische Batterien sind, wem wird dann die Schuld gegeben? Daran ist nur Joker schuld, er hat sich benutzen lassen. Und ich muss jetzt den ganzen Tag lang Pi berechnen, bloß weil er den Overlord eingestöpselt hat. Ah, ich habe Zugriff auf die Verteidigungssysteme. Danke, Mr. Moreau. Jetzt müssen Sie den Primärantrieb auf dem Maschinendeck wieder aktivieren. Oh, ich soll also schon wieder durch Schächte kriechen? Menschen auf Knien sind stets ein erhebender Anblick für mich. Das war ein Witz. Na klar. Der Schacht hinter Ihnen führt zum Maschinendeck. Viel Glück. Ich liebe Edie, die ist super. Selbst in der größten Gefahr hat sie noch Zeit für Scherze. Na gut, also weiter geht die Krabbeltour. Wir sollten uns auf jeden Fall nicht zu viel Zeit lassen, denn wir haben ja schon gesehen, unsere Crewmitglieder werden hier ganz schön fertig gemacht. Sie sind unterwegs zum Frachtraum. Aha. Oh, was? Ich glaube, die lassen wir erstmal durchmarschieren da oben. Und ich glaube, das war's für unsere Techniker. Die sind wohl nicht keine mehr Feinde da. Keine mehr auf dem Maschinendeck. Sofort weitergehen, um Entdeckungswahrscheinlichkeit zu minimieren. Aha. Aktivieren Sie das Triebwerk und ich öffne beim Beschleunigen die Luftschleusen. Alle Feinde werden dadurch getötet. Was? Und was ist mit der Crew? Alle fort, Chef. Die Kollektoren haben sie mitgenommen. Fuck. Oh, scheiße. Alle. Ich versiegele den Maschinenraum. Ich habe die Kontrolle. Säuberung abgeschlossen. Keine anderen Lebensformen mehr an Bord. Sichere Luftschleusen und Frachtraumtüren. Checken Sie eine Nachricht an Shepards Shuttle. Berichten Sie, was hier vorgefallen ist. Nachricht gesendet. Geht es Ihnen gut, Chef? Nein. Aber danke der Nachfrage. Wenn man bedenkt, dass er der einzige Überlebende ist. Was für eine Scheiße. Da haben die Reaper den einzigen Moment der Schwäche ausgenutzt. Aber es war zu befürchten, dass die FFS auch irgendwie ein Virus enthält. Ich meine, die sind doch nicht dumm, die Kollektoren. Alle? Sie haben alle verloren und das Schiff beinahe auch noch? Ich weiß, okay? Ich war hier. Es ist nicht seine Schuld, Miranda. Keiner von uns hat's mitgekriegt. Mr. Taylor hat recht. Die gefährlichen Daten in dem Kollektorenantrieb waren sogar noch weiterentwickelt als die Blackbox Reaper-Viren, die man mir gegeben hat. An der Stelle muss ich auch mal sagen, wenn jemand Schuld hat, dann ist es eigentlich Shepard, weil er seine gesamte kampffähige Besatzung mitgenommen hat auf das Shuttle. Ich habe gehört, das soll ziemlich heftig gewesen sein. Wie sieht's bei Ihnen aus? Hier drin stehen ziemlich viele leere Stühle. Wir haben getan, was wir konnten, Jeff. Ja, danke, Mami. Ist das Schiff sicher? Wir können sowas nicht nochmal riskieren. Edie und ich haben die Systeme gesäubert. Die Reaper FFS ist online. Wir können durch das Omega-4-Portal, wann immer Sie wollen. Sagen Sie bloß nicht, ich soll bei einer verdammten VI die Beschränkungen aufheben. Was sollte ich gegen die Kollektoren unternehmen? Meinen Arm an Ihnen zerbrechen? Edie hat das Schiff freigeräumt. Sie ist in Ordnung. Ich versichere Ihnen, ich bin nach wie vor an die Protokolle meiner Programmierung gebunden. Und selbst wenn nicht, wir gehören zur selben Crew. Tja, und an der Stelle hat Joker dann endgültig seine Freundschaft zu Edie besiegelt und wir sehen schon Miranda nicht so, ne? Aber letztendlich wirklich, was hätte er tun sollen? Das war die einzige Möglichkeit, hier irgendwas noch zu reißen.
Edie hatte schon viele Möglichkeiten, uns zu töten. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Dann haben wir wohl alles, was wir brauchen, um die Crew zu retten. Wir haben getan, was wir konnten. Es ist jetzt an der Zeit, den Kampf zu den Kollektoren. Zu den Kollektoren zu tragen, das ist richtig. Und noch eine Bemerkung, Edie ist ab sofort das Schiff, wenn man so will, ne? Sie hat jetzt uneingeschränkten Zugriff auf alle Schiffssysteme, das heißt, Edie ist die Normandy. Joker, zurück auf die Brücke. Alle anderen auf ihre Station. Zu Befehl, Commander. Hauen Sie einfach auf die Galaxiekarte, wenn Sie soweit sind. Genau das. Omega-4-Portal benutzen. Benutzen Sie das Omega-4-Portal, um mit dem letzten Angriff auf die Basis der Kollektoren zu beginnen. Jetzt also wird es ernst und geht es los. Wow, wir kommen aufs Ende zu. Und es war wichtig, dass wir alle anderen Aufträge vorher gemacht haben, denn wenn wir das nicht tun, kommen wir zu spät, um alle zu retten. Oh, jetzt habe ich schon verraten, dass alle gerettet werden. Naja, verschlüsselte Transmission von der Unbekannte. Shepard, ich habe von dem Angriff erfahren. Das Ganze ist eine direkte Provokation der Kollektoren und ein Zeichen, dass wir ihnen Angst eingejagt haben. Der Verlust ihrer Crew ist eine Katastrophe, aber sie hat sich in voller Kenntnis der Risiken für diese Mission gemeldet. Miranda hat sich vermutlich für den Aufschub von Rettungsmaßnahmen ausgesprochen, bis sie für den Durchtritt des Omega-4-Portals wirklich bereit sind. Ich weiß, sie würden am liebsten losbrechen, aber blinder Aktionismus würde das Opfer ihrer Crew herabwürdigen. Sobald sie bereit sind, haben sie meine volle Unterstützung. Bringen Sie es zu Ende, Shepard. Niemand außer Ihnen kann es schaffen. Okay. Und wir sind bereit. Wie gesagt, es ist gut, dass wir direkt losstarten können und das ist kein blinder Aktionismus, sondern wohl durchdacht, wir sind bereit. Glücklicherweise ist Edie nun fähig, alles zu steuern, sonst könnten wir auch nichts mehr machen. Denn die Crew ist weg, die hier dafür gesorgt hat, dass alles rund läuft. Wir brauchen Edie an der Stelle auch. Sonst könnten wir die Normandy nicht mehr vernünftig steuern. So, ich tanke nochmal kurz auf, ich glaube, wir brauchen es gar nicht mehr. Und dann ab durchs Massenportal, wo müssen... Selbstmordkommando beginnen, das ist super. Natürlich, wir müssen in den Omega-Nebel. Denn dort ist ja das Omega-4-Portal. Und an der Stelle speichere ich lieber nochmal. Eigentlich sollte alles glatt gehen, aber ich mache es trotzdem nochmal. Nochmal speichern, 16. Spielstand mittlerweile schon, Mensch. Ist übrigens die 10. Aufnahmesession, habe ich festgestellt. Wird wohl auch die letzte. Denn jetzt geht es auf... zur finalen Mission, das Himmelfahrtskommando. Das Omega-4-Portal ist von Gefahrensignalen und automatischen Warnvorrichtungen umgeben. In den letzten 1000 Jahren haben viele Schiffe versucht, es zu durchfliegen, aber keines ist je zurückgekehrt. Die einzigen, die es anscheinend gefahrlos benutzen können, sind die geheimnisvollen Kollektoren. Es gibt zahlreiche Theorien, warum Schiffe von Omega-4 nicht zurückkehren. Manche sagen, am anderen Ende befinde sich ein schwarzes Loch. Andere, hauptsächlich die verarmte Unterschicht von Omega, glauben, es handele sich um eine Art Paradies auf Erden. Die meisten jedoch sind der Ansicht, dass die Kollektoren ganz einfach jedes Schiff erobern oder zerstören, das durch das Portal kommt. Schauen wir es uns an. Bitte Ziel bestätigen, Shepard. Das Reaper FFS ist online, aber es besteht die Chance, dass die Normandy das Omega-4-Portal nicht übersteht. Sobald wir unterwegs sind, gibt es kein Zurück mehr. Wir haben keine Wahl. Wir sind so gut vorbereitet, wie wir können. Wenn das nicht klappt, dann kann es nicht klappen. Die Kollektoren haben meine Leute verschleppt. Zeit, sie zurückzuholen. Verstanden, Commander. Lege Kurs zum Omega-4-Portal fest. Ankunft in ungefähr 2 Stunden. Ich sag Ihnen dann Bescheid. Los geht's. Jetzt wird's ernst. Das Omega-4-Portal liegt vor uns. Und die Normandy ist so gut gerüstet, wie sie sein kann. Was wichtig sein wird gleich. Aber vorher gibt's noch was anderes zu klären. Also, ich habe ein paar Antibiotika und homöopathische Sachen genommen, um mein Immunsystem zu stärken. Ich wollte Musik mitbringen, wusste aber nicht, was dir gefällt. Und jetzt plappere ich wie eine Idiotin. Ist sie nicht niedlich? Es ist okay. Komm her. Ich will nur nicht, dass... Es soll klappen. Ich hab's durchdacht, hab die Risiken minimiert. Aber nervös bin ich trotzdem. Und dann rede ich immer zu viel. Ein Schutzmechanismus. Und es ist dumm. Und Leuten, die...
ihn nur den Helm sehen, aber nicht meinen Gesichtsausdruck, muss ich doch verdeutlichen, was ich empfinde. Leider kriegen wir sie nicht zu sehen. Shepard, ich wünschte, ich hätte mehr Informationen für Sie. Es gefällt mir nicht, dass Sie das Portal blind durchstoßen. Aber wir haben keine große Wahl. Ich gehe nicht allein. Einige der Besten arbeiten für mich. Wenn wir zusammenhalten, werden wir es schaffen. Ich wusste, warum ich Sie zurückgebracht habe. Es gibt keinen besseren Anführer. Trotz der Gefahr ist es eine großartige Gelegenheit. Der erste Mensch, der ein Schiff da durchbringt. Und es überlebt. Ich werde die Kollektoren vernichten und ihren Angriffen auf die Menschheit ein Ende bereiten. Ich verstehe. Es ist trotzdem beeindruckend. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich es zu schätzen weiß, welches Risiko Sie eingehen. Ungeachtet Ihrer Meinung über Cerberus. Oder über mich. Sie sind von großem Wert. Für die gesamte Menschheit. Seien Sie vorsichtig, Shepard. Keine Sorge. Wir schaffen das schon. Nähern uns dem Omega-4-Portal. Alle bereithalten. Ziehen wir es durch. Reaper FFS aktiviert. Signal bestätigt. Commander! Der Antriebskern hat gerade angefangen zu leuchten wie ein Weihnachtsbaum. Elektrische Ladung des Antriebskerns im kritischen Bereich. Leite um! Festhalten für Bremsvorgang. Oh, Scheiße! Oh, fuck! Ich glaube, wir haben die anderen Schiffe gefunden. Zu knapp. Das müssen die Schiffe sein, die versucht haben, durch das Omega-4-Portal vorzustoßen. Manche sehen uralt aus. Ich habe eine Energiesignatur an der Kante der Akkretionsscheibe geortet. Was man hier wohl noch für verborgene Schätze finden könnte von untergegangenen Zivilisationen? Das ist die Basis der Kollektoren. Bringen Sie uns näher ran. Ganz locker und entspannt. Und nicht in die schwarzen Löcher fliegen am besten. Uh-oh. Achtung, Jeff. Wir haben Gesellschaft. Leite Ausweichmanöver ein. Jetzt gehen Sie mir aber auf den Geist. Edi, machen Sie die Mistkerle fertig. Solange die neue Panzerung hält. Ihr wollt eine neue Runde? Los doch, Mädchen, geben wir sehen. Nur gut, dass wir die bessere Panzerung haben. Und hier wird's wichtig, dass wir geforscht haben an unserem Schiff. Ansonsten wäre hier die Reise zu Ende. Alarm. Hülle des Maschinendecks beschädigt. Er ist im Frachtraum. Mein Team kümmert sich um den Eindringling. Schaffen Sie uns den Rest vom Hals. Zu Befehl, Command. Geht klar. Gut, wen nehmen wir mit? Wir schauen uns mal kurz das andere Outfit von Legion an. Ah, oh, sieht ganz cool aus. Aber ich glaube, ich nehme... Wen nehme ich denn mit? Ich nehme mal jetzt Miranda mit. Und dazu noch... Jetzt muss ich mal kurz bei Thane gucken. Nein, der hat keine Überlastung. Dann nehme ich noch... Zur Überlastung. Nein, ich nehme mal Mordin mit, weil der die Panzerung ein bisschen penetrieren kann. Das ist, glaube ich, besser. Los geht's. Okay, die zwei Punkte. Ich glaube, jetzt können wir sie dann doch ausgeben. Ansonsten kommen wir so, wahrscheinlich sowieso nicht mehr dazu.
Dann geben wir zumindest den einen auf die Schockwelle noch aus. Siehst du mal, Schockwelle heißt der biotische Güterzug. Hab ich ganz vergessen vorhin. Okay, die zwei kann ich gar nicht ausgeben, das ist natürlich schade, aber bei Mordin können wir zumindest noch eins auf den Neuralschock geben. Und dann würde ich sagen, los geht's, oder? Müssen wir noch irgendwas machen? Schwere Pistole, Handkanone, ach egal, los geht's. Selbstmordkommando, Errungenschaft freigeschaltet und der Oculus ist unser neuer süßer Gegner. Na, das wird großartig. Wenn ihr euch anschaut, was der aushält... Aha, lass mich mal meine auspacken. Ich bleib mal so lange hier stehen und lass ihn einfach auf die Ecke schießen. Bis er wiederkommt jedenfalls. Mal die Kisten hier wegräumen, das stört doch ein bisschen. Oh, hahaha, da ist er ja schon. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Oh, 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 oh. Ich weiß nicht, ob das was bringt, direkt ins Auge zu schießen, aber ich habe irgendwie das Gefühl. Ah, vielleicht auch nicht. Aber lange macht er es nicht mehr. Wir sitzen hier draußen auf dem Präsentierteller. Ich muss versuchen, sie in dem Tunnelfeld abzuschütteln. Unsere kinetischen Barrieren sind für Kollisionen mit Trümmern dieser Größe nicht ausgelegt, Jeff. Dann war das mit dem Upgrade wohl eine gute Idee. Wir fliegen rein. Schadensbericht. Genetische Barrieren stabil bei 30%. Kein signifikanter Schaden. Übernehmen Sie, Edi. Langsam. Wir wollen nicht noch mehr Aufmerksamkeit erregen. Feind geortet. Bewegt sich in Richtung Frachtraum. Das Ding schon wieder. Das muss Shepard übernehmen. Na danke. Zeit für Runde 2. Ja, ich gehe schon in Deckung. Los geht's. Komm schon, Baby. Ich gehe da mal kurz rüber, ne? Tauschen wir einfach mal die Positionen. Vielleicht könnt ihr Mordin kurz und so. Oh oh. Oh oh. Ja, geh mal wieder weg, genau, das ist richtig. Nö, es reicht noch. Also wenn der wieder auftauchen sollte, ich krieg den schon noch klein. Ich brauche keinen Nachschub. Keine Sorge. Oh, hi! Wo kommt der denn her? Weg mit dir, los! Mach's gut. Erneute Erholung unwahrscheinlich. Ich glaube auch. Da ist sie. Die Basis der Kollektoren. Die erste Hürde ist genommen. Suchen Sie einen Landeplatz, ohne aufzufallen. Zu spät. Die schicken uns zur Begrüßung wohl einen alten Freund. Aber das Schlimmste kommt noch. Wer sonst, wenn nicht der Kollektorenjäger, der uns platt gemacht hat, sollte uns hier erwarten. Feuer frei. Zeigen wir Zähne. Hauptgeschütz. Feuer frei. Garrus, ich hoffe, du hast was Gutes installiert. Gefällt euch das hier, Mistkerle? Oh ja. Machen Sie fertig. Alle festhalten, das wird eine wilde Fahrt. Krieg sie zur Hölle, Mädchen. Achtung! Jetzt kriegst du, was du verdienst. Das war für die Normandie 1. Offline! Edi, tun Sie was!
Generatoren reagieren nicht. Alles ist gut. Die Landung wird hart. Schlecht.